Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Ja Leute, es tut mir leid, ich muss jetzt leider schlafen. So. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch wieder ein, zwei Folgen im Dunkeln sehen. So. Wow, wir nehmen sogar unser ganzes Inventar mit, wenn wir sterben, oder was? Okay, das ist ja richtig Banane. Okay, ich packe das Glas erstmal hier mit rein. Ich müll das jetzt erstmal hier rein. Okay, das ist richtig Banane. Sorry, also das, nee, das ist wirklich Banane. Was ich gut finde, dass wir den Lebenspunkt verlieren, das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut. Weil Strafe muss sein, wenn man stirbt. Punkt. Und wie man sieht, ist es nicht leicht, hier den Lebenspunkt wieder zu regenerieren. Ja, mit besserem Essen geht es ein bisschen besser. Das haben wir ja auch schon gesehen gehabt. So. Ja, ist mir wurscht. Also ich trinke jetzt hier die 10. Also die 10 Leben sind mir wurscht. Sag ich euch, wie es ist, ey. Nehme ich jetzt ein paar Pilze mit. Wie sieht es generell aus hier? Wir brauchen ein bisschen Kohlenhydrate. Hier, perfekt. Ansonsten bräuchte man natürlich ein bisschen Vitamine. Ja, ja. 2 Milliarden Eier, 2 Milliarden Kartoffeln. Gurken haben wir auch noch. Ich denke draußen, das wird aber auch fertig sein. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich sogar noch Dosen herstellen. Ich guck mal eben. Ja, das war zu erwarten. Aber dann tun wir dies auf jeden Fall auch noch. Okay, Dosen. Da. Kartoffeln haben wir auch. Nein, haben wir nicht. Ja, und ihr seht schon, es ist schon wieder so zugemüllt, Alter. Und ihr seht, wie viel ich herstellen könnte. Pass auf, dann werden wir auf jeden Fall noch... Alter, ich komme nicht klar hier. So, dann hol dir noch eine rein. Und dann gib uns mal... Dann gib uns mal die Zutaten. Du dai, du dai. Nee, finde ich echt super. Also, dass man echt... Ob jetzt ein Lebenspunkt... Ich fände es schön, wenn man das irgendwie einstellen könnte. Aber klar, im Verhältnis gesehen, wie lange man braucht, um einen Lebenspunkt wieder zu regenerieren, ist das okay, dass man einen verliert. Aber wenn man das jetzt in Betracht auf den Damage setzt, den die Viecher machen... Könnte es auch anders sein, ne? So, wie ihr seht, bin ich gerade hier wieder überfordert. Gut, wir nehmen eine Dose mit. 2 Stunden, 1,5. Ja, das ist alles so semi, ne? Aber was willst du machen, ey? So, dann werde ich den Rest mal hier reinballern. Das nehmen wir mit. Wir nehmen noch ein paar Pilze mit auf jeden Fall. So. Dann nehmen wir uns noch ein Fleischen mit und noch ein Fleischen und noch ein Fleischen. Ansonsten werden wir mit Sicherheit auch unterwegs und nur noch ein paar Kohlenhydrate finden. Ja, Attacke, auf geht's. Wir müssen jetzt einmal
hier rum und dann hoch. Nee, das finde ich gut, ey. Das gab es halt, wo ich das damals angezockt hatte, noch nicht. Und erklärt auch, warum wir einen Punkt verloren hatten letztes Mal. Warum der auf einmal weg war. Das finde ich echt gut, das gefällt mir. Das ist gut. Habe ich die Flasche jetzt eigentlich nochmal voll gemacht? Ja, ne, wir kommen ja eher am Wasser vorbei, ne? Gut, was auf jeden Fall noch fehlt, auch da der Vergleich mit Northern Lights vielleicht, weil ich es gerade zuletzt gespielt habe. So ein Krankheitssystem, ne? Aber sind wir jetzt mal ehrlich, also 10 Punkte verlieren, weil wir schmutziges Wasser trinken. Juckt uns jetzt nicht im geringsten, ja? Wie ich gerade schon sagte, 2 Pilze gleichen das aus. Ja, da muss halt noch irgendwie was anderes kommen, ne? Oder meinetwegen, dass man nochmal einen Debuff dabei bekommt, der dann irgendwie die Regeneration von Stamina oder sowas irgendwie verhindert. Wir sind auch ein bisschen dreckig. Ich glaube, unten war die Dreckanzeige oder was war das? Und ganz unten nochmal hier. Ah ne, Sonne, ne? Sonneneinstrahlung. Ja, Sonne war das, genau. Ich mich letztes Mal schon mit vertan, Dreckanzeige. Ich gehe mal so ein bisschen mit durch den Schatten hier. Ja, latschen, 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 ne? Das ist. Gut, es gibt ja hier noch ein Auto. Das weiß ich ja. Ja, wie ich schon sagte, die Frage wird halt sein, weil das Auto ist ja natürlich so ein bisschen Late Game, denke ich. Ich weiß es aber auch nicht. Wenn man das natürlich direkt findet und es fährt direkt und man braucht halt nur Treibstoff oder so, dann ist es wahrscheinlich nice. Ich muss das mal einblenden hier. Weil dann hat man halt diese Rennerei nicht, die ich jetzt hier habe. Was ja schon auch eine gewisse Zeit immer in Anspruch nimmt, ne? Weil ich würde jetzt auch sagen, wir holen jetzt die Karre, wir müssen da noch in 3 Häuser rein. Und dann gehen wir eiskalt hier zu dem nächsten Dorf noch rüber. Das ist zwar auch nochmal eine Riesenrennerei. Aber wenn wir jetzt schon mal hier in der Ecke sind, bevor wir dann nachher nochmal losrennen, ja, würde ich das jetzt einfach noch mitnehmen. Weil dann haben wir hier oben den Bereich fertig mit den Dörfern. Dann haben wir nächstes Mal nur hier unten den Bereich mit den Dörfern. Gut, ich hätte jetzt gerade gucken können wegen Helm, aber ich habe Kevlar ja eh eine Karre. Oder vielleicht gehen wir doch erst nach Hause. Ich weiß es noch nicht. Wir entscheiden das gleich spontan. Muss mal gucken. Ja, aber wenn das noch echt so noch so ein Krankheitssystem kriegen würde hier das Game, was bei 7 Days auch noch meines Erachtens nach fehlt. Klar, da gibt es schon ein paar Debuffs, so von wegen Lebensmittelvergiftung und so. Aber da wird auch noch ein bisschen mehr gehen, meines Erachtens nach. Dann wäre das schon nice. Was ich hier halt gut finde, zum Beispiel jetzt im Gegensatz zu Northern Lights oder auch vielen anderen Spielen, dass halt nicht an jeder zweiten Ecke irgendwie ein Tier ist. Ja, man sieht es jetzt, wir sind jetzt schon ein gutes Stück gelaufen und man hat halt einfach mal auch Passagen, wo man gar kein Tier sieht. Ja, aber in vielen Spielen hast du es halt so, ja, du hast innerhalb von 100 Metern 3 Bären, 2 Wölfe, sonst irgendwas. Also das ist ja halt komplett Banane, ne? Das ist hier gut gemacht, finde ich. Das ist echt hier gut gebalanced, so was Tiere anbelangt.
Was hat er so in irgend so ein Gebiet? Hast du immer einen Bären rumstreifen, so der dann natürlich nach einer gewissen Zeit wieder spawnt, wenn du ihn umgenietet hast, was völlig okay ist. Das finde ich echt okay. Ja, und der Lebenspunkt, ja, ist schon ärgerlich. Tut uns jetzt aber am Ende des Tages noch nicht so sehr weh. Obwohl man sagen muss, gut, wir haben den Bär auf 50 Damage gestellt. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir waren in dem Haus drinnen, naja. Dann tut er uns doch schon weh, weil wir halten im Moment dann nur noch einen Biss aus. Ne, hier waren wir dran. Aber hier waren wir, glaube ich, auch schon drin, oder? Ja, wir wollten gerade weiterziehen. Wenn man es dann so sieht, dann tut es uns doch schon weh. Weil so wären wir jetzt bald wieder auf 100 gewesen. Was heißt bald? Weil wir haben die Hälfte voll. Dann wären wir irgendwann wieder auf 100 gewesen und hätten. Jawohl, 101 wäre ja unser Ziel gewesen. 101 würde ja heißen, wir würden zwei Bisse aushalten. Ich mache euch mal ein bisschen heller. Und ansonsten habe ich ja die Dingens auf 35 gestellt. Also da müssten wir ja schon auf 106 kommen, damit wir drei Schläge aushalten. Also rein theoretisch kannst du dann sagen, ja, dann kannst du auch auf 70 runter. Spielt dann im Endeffekt keine Rolle. Weil du hältst so oder so dann nur zwei Schläge aus von denen. Ja, aber das ist alles immer so, wenn, aber, bla, ne? Also ich finde es gut. Punkt. Ich denke, das kann man stehen lassen. Finde es gut, dass man Leben verliert, einen Lebenspunkt. Und es ist halt auch relativ schwer, sich den zurückzuholen. Es wäre vielleicht ein bisschen interessanter, wenn man das ein bisschen ändern würde, wie man verliert 10 Lebenspunkte und man bekommt leichter an neue Lebenspunkte. Also, dass man halt den Aufwand, den ich für einen Lebenspunkt mache, dass ich innerhalb dieses Aufwandes halt irgendwie 5 Lebenspunkte kriegen würde oder so. Aber das Schöne ist ja, mein Karma hat mich mal wieder nicht im Stich gelassen. Das ist doch gut zu wissen. Aber wann hat es das schon mal? Eigentlich noch nie. Ist immer wieder schön. Ja, was? Da. Ich weiß auch nicht, wofür man diese Schiene hat. Wahrscheinlich, wenn man irgendwie was gebrochen hat, aber haben wir auch noch nie gehabt. So, waren wir in dem Haus schon? Nee, ne? Nee, es hat auf jeden Fall, macht's Laune und es hat auf jeden Fall Potenzial. Wie gesagt, das Looten ist echt so. Pff, das ist echt so gar nichts. Das muss man fairerweise sagen. Ja. Denke, das kann man so stehen lassen. Ich weiß nicht, wie es zum Zuschauen ist. Generell so jetzt das Ganze. Das müsst natürlich ihr beurteilen. Die Aufrufzahlen waren aber okay. Die sind auf 7-Days-Niveau. Von daher ist das alles im Rahmen. Das kann ich halt schlecht sagen. Aber so das Bauen und das Farmen und so, das macht mir schon Spaß, ne? So, wir haben 5 Uhr nachmittags schon wieder.
Das Problem ist, ihr seht's halt, das ist. Ja, das ist ungefähr der Weg, den wir von hier nach da haben. Ich meine, das vieles deckt ja, ne? Das wäre natürlich jetzt ärgerlich, wenn ich jetzt nicht alles mitkriegen würde. Und dann da später nochmal hinlatschen müsste. Das wäre. Dann hätten wir jetzt auch besser erst nach Hause latschen können. Ja, der Rückweg wird richtig ätzend. Der Rückweg wird richtig ätzend. Aber ich werde es knallhart durchziehen. Ich nehme es auf. Erstens habe ich nicht die Zeit dafür, das nicht aufzunehmen. Und zweitens, wartet, ist ja meine Einstellung auch immer, ich zeige, wie das Spiel wirklich ist. Und wenn das Spiel halt, ja, das voraussetzt, dass man irgendwie eine Viertelstunde einfach mit einer Karren durch die Prärie rennen muss, ja, dann ist das halt so. Das muss man dann auch nicht verheimlichen. Da kann ich ein bisschen dummes Zeug quatschen. Wenn mir was einfällt, um das ein bisschen zu überbrücken, wie halt so meine Kritikpunkte zu äußern oder auch das zu äußern, was gut gemacht ist. So ein bisschen Fazit ziehen. Boah, so kann ich das dann immer ein bisschen beurteilen. Wir können mal ausprobieren, ob man hier auch die Wasserflasche auffüllen kann. Nur mal aus Interesse. Außerdem müssen wir eh was trinken. Weil das ist ja eher mehr so Map-Rand. Geht aber. So, ihr seht, jetzt haben wir das verloren. Dann essen wir zwei Plätzchen. Und alles ist wieder tutti. Aber auch schon geil, dass wir die ganze Zeit das Schaf da hinten drin haben. Nein, das finde ich, das ist auch schon mal, ist was anderes mit dem Karren. Ist jetzt nicht so. Ja. Weiß ich nicht, wie ich sagen soll. Aber es ist auf jeden Fall mal was anderes. Man hat einen Karren, man kann Kisten draufbauen, kann damit ein bisschen transportieren, kann auch ein Tier unten reinlegen. Das ist doch super. Und es ist wirklich schön gemacht, dass der nirgendwo hängen bleibt. Das finde ich persönlich richtig gut. Weil das ist in vielen Spielen halt schon nervig. Cooler wäre natürlich gewesen, wenn es hier irgendwie ein Pferd geben würde mit Satteltaschen. Oh man, da kann man auch hinten das Tier drauf machen, wie bei Red Dead Redemption zum Beispiel. Das wäre natürlich so die Luxusvariante gewesen, aber wie gesagt, so ein Bollerwagen hat halt auch nicht jeder in seinem Game. Von daher ist das mal ein bisschen was anderes und finde ich okay. Die Biome nenne ich es jetzt mal, ja. Ist ja so ein bisschen, da ist ein bisschen mehr Wald, dann hast du hier ein bisschen mehr Steppe, dann hast du da hinten nochmal so mehr reine Wüste. Ja, die Übergänge sind stimmig. Ja, ist jetzt nicht so, dass man sagt, bäm. Wie zum Beispiel 7 Days, so Wald, bäm, jetzt bist du in der Wüste. Also, obwohl das in 7 Days auch schon ein bisschen besser geworden ist, war früher noch schlimmer. Dafür unterscheiden sie sich jetzt aber auch hier nicht wirklich hart, die Biome, ja. Gut, beim Grün hast du mehr Bäume. So, hier hast du dann nur ein paar Bäume stehen, ansonsten ist es genau gleich. Und bei der Wüste hast du halt kaum noch Bäume und kaum noch Grün zu sehen. Ja, ist okay, ist stimmig. Sieht aber alles auch so ein bisschen dann einheitsbreimäßig aus. Das ist so der Nachteil, ne? Da könnte man noch ein bisschen was schöner machen. Denke ich zumindestens. Und was vielleicht noch cool wäre, was ich auch immer gut finde, ist die Tatsache, wenn man biomabhängige Ressourcen und Tiere hat. Das finde ich persönlich immer ganz geil. Dass man dann auch wirklich gezwungen ist, in andere Biome zu gehen. Und natürlich ist es dann auch schön, wenn da andere Wetterbedingungen herrschen. Halt. Gut, hier jetzt vom Biom zu sprechen, ist auch ein bisschen hart. Obwohl hier hast du halt schon dann so einen etwas größeren Fleck, der anders ist, ne? Deswegen habe ich das jetzt mal als Biome bezeichnet.
Aber das finde ich zum Beispiel noch ganz cool. So, ja gut, das ging ja jetzt doch noch relativ zügig hier, wa? Sollten ja jetzt gleich da sein. Dann können wir ja glatt noch ein bisschen was im Hellen looten. Da 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 da. Gut, Leute, ich muss jetzt leider 20 Minuten Folgen machen. Ich habe leider nicht mehr Zeit. Aber ich würde euch jetzt ganz gerne noch 5 Folgen bringen, damit die Woche voll ist. Von daher gibt es ein bisschen kürzere Folgen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst alles an die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.